Das ist doch mal was. Aussicht auf eine neue Wohnung wird hier den Menschen versprochen. Sie folgen dem propagandistisch bejubelten Glücksversprechen der sowjetischen Regierung und bemühen sich um eine Bleibe in der Moskauer Trabantenstadt Tschernow. Sie erhalten sogar alsbald schon einen der begehrten Einweisungsscheine, der ihnen das neue Wohnglück verspricht. Ich bemühe mich, ein fröhliches, lebensfrohes Werk zu schaffen, verkündete Dmitri Schostakowitsch 1959 betont regimekonform in der Öffentlichkeit. In Wahrheit aber enthüllt er, und zwar in der Form einer bissigen Satire, die von Intrigen, Schmiergeldern und Korruption geprägte sowjetische Umsiedlungspolitik im politischen Tauwetter der Chruschtschow-Ära. Und als quasi musikalischen Deckmantel benutzt Schostakowitsch dafür etliche damals wie heute mitreißende Melodien, inspiriert durch das amerikanische Musical und die westliche Operette. Die Regisseurin Christine Mielitz lässt gerade diese Doppelbödigkeit Schostakowitschs immer wieder aufblitzen. Mit den Mitteln des Films, des Tanzes oder des kindlichen Puppenspiels und natürlich auch des zugespitzten Dialogs erzählt sie die Geschichte einer Wohnungssuche, in der die Menschen am Ende trotz der Tristesse des Plattenbaus eines jedoch nicht verlernt haben: die Kraft zu träumen.